Wir müssen jetzt alle ausharren in unseren Wohnungen, ausharren bei unseren vielen Gedanken, bei der Langeweile, bei den Ängsten. Ausgeharrt hat auch Jesus im Garten Gethsemane. Das Glasbild in der Kirche Massans zeigt ihn. Jesus knüllt auf dem Boden. Eine gerade Linie bildet seinen Rücken und seine betenden Hände sind die Verlängerung dieser Linie. In seiner allergrößten Not hat Jesus die Verbindung gespürt zu seinem Vater im Himmel und auch die zu den Menschen auf der Erde. Und in seinem Ausharren verbindet sich alles Leiden von dieser Welt, aller Schmerz, alle Angst. Nicht du sollst meine Probleme lösen, sondern ich deine, Gott. So hat Dorothee Sölle bettet. Du hast mich geträumt, Gott, wie ich den aufrechten Gang übe und niederknien lerne. Schöner als ich jetzt bin, glücklicher als ich mich traue, freier als bei uns erlaubt. Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott. Ich will nicht aufhören, mich zu erinnern, dass ich dein Baum bin, gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens.